Januar 1871. Emanuel Geibel an Deutschland. Nun wirf hinweg den Witwenschleier, nun gürte dich zur Hochzeitsfeier, o Deutschland, hohe Siegerin, die du mit Klagen und Entsagen durch 64 Jahre getragen, die Zeit der Trauer ist dahin. Die Zeit der Zwietracht und Beschwerde, da du am durchgebossenen Herde im Staube saßest tief gebückt und kaum dein Lied mit leisem Weinen mehr fragte nach den Edelsteinen, die einst dein Diadem geschmückt. Wohl glaubten sie dein Schwert zerbrochen, wohl zuckten sie, wenn du gesprochen, die Achsel kühn im Völkerrat. Doch unter Tränen wuchs im Stillen die Sehnsucht dir zum heil'gen Willen, der Wille dir zur Kraft der Tat. Und endlich satt, die Schmach zu tragen, zerrissest du in 7 Tagen das Netz, der tödlich dich umschnürt, und heischest mit beerztem Schritte, hintretend in Europas Mitte, den Platz zurück, der dir gebührt. Und als der Erbfeind dann, der Franze, nach deiner Ehren jungen Kranze, die Hand erhob, von Neid verzerrt, zur Riesin plötzlich umgeschaffen, wie stürmtest du ins Feld der Waffen, behelmte mit dem Flammenschwert. O große gottgesandte Stunde, da deines Haters alte Wunde die heil'ge Not auf ewig schloss und wunderkräftig dir im Innern aus alter Zeit ein Stolz erinnern, ein Bild zukünftiger Größe spross. Wie Erz durchströmte deine Glieder das Mark der Nibelung wieder. Der Geist des Herrn war über dir, und unterm Schall der Kriegsposaunen aufpflanzest du der Welt zum Staunen in Frankreichs Herz dein Siegspanier. Da war dir bald mit Blut beronnen des Rheins Juwel zurückgewonnen, dein Kleinod, einst an Kunst und Pracht und dessen leuchtend grün so helle in Silber fasst die Moselwelle der lotharingische Smaragd. O lass sie nicht verglühen im Dunkeln, verjüngten Glanzes lass sie funkeln ins Frührot deiner Osterzeit. Denn horch, schon brausen Jubellieder und über deinem Haupte wieder geht auf des Reiches Herrlichkeit. Durch Orgelton und Schall der Glocken vernimmst du deines Volks Frohlocken, den Heilruf deiner Fürstenschar. Sie bringen dir die Eintracht Zeichen, die heil'ge Krone sondergleichen der Herrschaft gütenden Apfel dar. Auf Recht und Freiheit, Kraft und Treue erhöhen sie dir den Stuhl aufs Neue. Drum Barbarossas Adler kreist, dass du vom Fels zum Meere waltend des Geistes Banner hochentfaltend die Hüterin des Friedens seist. Drum wirf hinweg den Witwenschleier. Drum schmücke dich zur Hochzeitsfeier, o Deutschland, mit dem grünsten Kranz. Pflicht Myrten in der Lobesreise, dein Bräutigam naht, dein Held und Herr und Kaiser. Und führ dich heim im Siegesglanz. Guten Abend an alle, die wieder dabei sind. Guten Abend, Stefan. Ja, auf ein neues. Ja, einiges rumort und bewegt sich ja. Und zu einigen anderen Sachen gibt es Neuigkeiten. Ist doch wieder, denke ich mal, von allem was dabei. Ja, es sind so die berühmten neuen Puzzleteile, die hinzukommen. Also,
dass sich was bewegt, ist gar keine Frage. Für meinen Geschmack heute, seit gestern, etwas zu langsam. Gut, aber das ist dann die berühmte Phase, die wir alle schon wieder kennen, die Phase der Ungeduld, die dann irgendwann wieder, so hoffe ich, in Gleichmut umschlagen wird oder Optimismus. Optimistisch bin ich grundsätzlich. Im Großen und Ganzen, ja, es dauert halt nicht. Man macht halt so das übliche Geschäft, die üblichen Spielchen, ja. Man versucht da und dort ein bisschen zu korrigieren. Man tut so, als sei alles in bester Ordnung. Und dabei wissen wir alle, hinter der Bühne im Gebäck, da kracht und knirscht es. Da stehen manche Zahnräder schon still und wollen sich partout nicht mehr bewegen. Also ich denke, es läuft auf eine dramatische Entwicklung zu. Vor allem im Nahen Osten zeichnet die sich jetzt immer mehr ab. Auch in der Kokaine geht es ganz schön rund. Da kommen wir im zweiten Teil noch zu. Und derweil will man hier wieder das Thema Truppenentsendung neu bewegen, neu beleben, Entschuldigung, damit was in Bewegung kommt. Also es bleibt spannend. Ja, und wir starten ja dann auch gleich mit einem interessanten Video, was möglicherweise auch zeigt, in welche Richtung es geht. Aber zuerst mal wieder das übliche. Ein Zitat: Wäre es nicht geschickter, bevor man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, zuerst etwas gegen natürliche Dummheit zu unternehmen? Ja, vielerseits ist es ja nicht mal Dummheit. Ja, es ist einfach Desinteresse. Es ist guter Glaube, dass alles richtig läuft, wie immer. Und dem kann man mit Aufklärung, Gesprächen und so weiter begegnen. Es muss natürlich von der anderen Seite Interesse dafür da sein. Ja, und daran hapert es natürlich in der Masse nach wie vor. Und wir haben das ja oft angemerkt. Die Menschen haben sich ihr eigenes Weltbild über die letzten Jahre, Jahrzehnte so zurechtgelegt. Und wer da kommt und das in Frage stellt, der ist per se mal Störenfried. Da möchten auch die Argumente so gut sein, wie sie möchten. Da mag man Quellen zeigen. Es wird alles nicht geglaubt, denn es würde ja das eigene Weltbild, das eigene Sein, wie sagt der Franzose schön, raison d'être, ja, der Grund des Seins in Frage stellen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, welche Gründe manch einer für sein Sein so hat. Das wäre auch zu spekulativ. Aber wie wir schon oft gesagt haben, die Zeit der Aufklärung ist vorbei. Auch wenn man nach Kokolores dazu aufgerufen hat, sich einen Verschwörungstheoretiker oder Praktiker zum Freund zu nehmen. Ja, das ist alles nicht so gekommen, wie wir damals erwartet haben. Noch nicht, kann ja aber noch passieren. Richtig. Eins, was mit Sicherheit passieren wird, und ich denke mal, so die ersten Zuckungen in diese Richtung sieht man ja. Ja, es wird der Tag kommen, wo sie sich nicht mehr auf die Straße trauen werden. Ja, und das fängt ganz klein und bescheiden an, aber doch deutlich. Wie zum Beispiel hier. Oh, danke. Ich bin einfach immer stolz darauf, dass ich heute hier sitzen kann bei Ihnen und wirklich mal sehen kann, wer die Politiker sind, die dieses Land an die Wand fahren. Ja, da guckt es ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche, ja, aus der Großen. Und ich finde es schön. Das ist der richtige Weg. Ja, nicht schreien. Nicht aggressiv, einfach mal so drauf ansprechen. Ja, und wenn das immer öfters passiert, mit Aggression, mit Gewalt und so weiter, löst man bloß wieder eine Gegenreaktion aus, die sie eventuell sogar möchten. Sowas ist doch viel schöner. Ja, dieses, das Kind beim Namen nennen, ist eine Art sanfter Bloßstellung, und der Tropfen, ja, der stetige Tropfen hüllt den Stein auch, und es wird irgendwann mit dem Nervenkostüm
vorbei sein. Aber auf ihrer Seite. Ja, interessante Szene, muss ich sagen, dass ja offensichtlich auf einer grünen oder Gewerkschaftsveranstaltung, dass es da solche Menschen gibt, die dann die Gelegenheit ergreifen. Das finde ich gut. Und es ist halt immer so, der Ton macht die Musik. Man kann natürlich auch diejenigen verstehen, die irgendwann so wütend sind, dass sie nicht mehr an sich halten können. Aber wie du schon sagtest, das bewirkt in der Regel nicht viel. Wobei, man muss das mit dem Bewirken auch immer relativ sehen, denn eins ist klar, das ist einfach nicht reformierbar, was wir hier haben. Ja, aber den Schauspieler, ja, den Puppen mal zu sagen, wie man ihr Tun so wahrnimmt, das kann schon hilfreich sein. Ja. Und speziell wird sich das mehren, denke ich mir, wenn diese Geschichten, die wir als nächstes haben, immer weiter ins Bewusstsein der Menschen dringen, ja, bei denen, die darauf reingefallen sind, die sich von der Euphorie haben mitreißen lassen. Und so haben wir hier bittere Stromrechnung für E-Rutschenbesitzer. Soll das etwa ein Anreiz für den Umstieg auf die E-Mobilität sein? Das Laden von E-Autos an öffentlichen Ladepunkten in Deutschland wird immer teurer. Und für dieselbe Strecke zahlen Besitzer von Verbrennern auch noch deutlich weniger. Tja, als hätten wir es nicht geahnt, ne? Und warum so vorwurfsvoll? Ja, wie soll das ein Anreiz sein? Und so weiter und so fort. Also dieses Unverständnis. Soll man sie denn weiter bevorzugen? Ja, nur weil sie auf den Zug aufgesprungen sind, sollen sie da Sonderkonditionen bekommen? Nein, diese Totgeburt, diese wirtschaftliche, jedenfalls für den Moment, ja, mag ja sein, dass die ganze Technik irgendwann mal anders und besser funktioniert. Für den Moment ist es jedenfalls ein katastrophaler Reinfall und der war absehbar. Ja, der war ja aus zweierlei Gründen absehbar. Erstens, weil die Technologie immer noch nicht 100 Jahre später, wenn wir so wollen, immer noch nicht marktreif ist, die Ladezyklen unerträglich lang sind und zum zweiten ja die Energiestruktur, die Infrastruktur, wollte ich sagen, für die Ladung von den Fahrzeugen nicht oder nur noch nicht komplett vorhanden ist. Und wenn wir dann an die Energieerzeugung, also an die Stromerzeugung denken, nun, da verabschieden sich die Geister. Mir ist es auf dem Rückweg von unserer Veranstaltung wieder aufgefallen, da haben wir kurz Rast gemacht. Da sieht man dann die E-Auto-Besitzer, ja, an den Ladesäulen stehen, ja, und Fahrer und Beifahrer tippen gelangweilt auf ihrem Handy rum und warten darauf, dass die Karre endlich vollgeladen ist. Ja? Und wenn ich mir so eine Nötigung überlege, das ist ja ein Zeitfresser, da wird ja Lebenszeit geklaut. Das wird natürlich den meisten Menschen nicht gewahr sein, aber das ist irgendwie ja so erhellend, ja, was das für ein Unfug ist, den man da präsentiert hat. Ich bin der Meinung, es ist einer der größten Gaunereien und Betrügereien, die wir seit langem erlebt haben. Ja, mit Sicherheit. Ja, und wo wir bei Gaunern sind, das passt vom Übergang. Nordrhein-Westfalens Minister Reul warnte vor Kalifats-Islamisten. Brisanter Brief setzt Naser unter Druck. Was muss noch alles passieren, bis Bundesinnenministerin Fancy Naser die Islamistengruppierung Muslim Interaktiv endlich verbietet? Die Gruppe gehört zu den Planern der Demo in Hamburg mit 1250 Islamisten, bei der die Errichtung eines Kalifats gefordert wurde. Der Verfassungsschutz beobachtete sie. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat schon im November bei Faeser um die Prüfung eines Verbots gebeten. Ein Verbot aber gibt es bis heute nicht. Ja, und
Das ist der Punkt, den wir gestern auch angesprochen haben. Man sieht immer deutlicher, was gewünscht ist und deswegen erlaubt und was nicht. Und scheinbar möchte man das ganze Theater, was sich ja allmählich anbahnt. Ja, wir hatten das ja vor 2 Tagen, meine ich. Da wurde sich noch im Anschluss an die Kalifatsdemonstration in Hamburg dahingehend medial geäußert. Ich glaube, eine Pressesprecherin der Hamburger Polizei war es, dass es nicht verboten sei, ein Kalifat zu fordern. Dann frage ich mich, was ist mehr Delegitimierung der Bundesrepublik als diese Forderung? Und jetzt wird hier noch recht diplomatisch geschrieben, also diese Forderung nach dem Kalifat stelle eine neue Qualität islamistischer Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland dar. So Reul in seinem Schreiben. Also man kann sich vor Verwunderung nur noch die Augen reiben. Das ist ja nun wirklich ein Tollhaus. Ja, da weiß die Rechte nicht mehr, was die Linke tut. Irgendwelche Informationen werden ignoriert nach dem Motto, oh, alles halb so schlimm. Und dann, wenn der Schaden entstanden ist, dann tun alle so, halte den Dieb. Ja, wir waren es nicht, aber halte den Dieb, der das verbrochen hat. Es ist wirklich nur noch kurios und albern. Ja, und da muss man ja unbedingt gegensteuern. Ja, ganz laut, ganz brachial und endlich mal wieder das Bild gerade rücken, denn die eigentliche Gefahr und die einzige Gefahr kommt ja von rechts. Ja, und die Deutlichkeit, mit der man das versucht herüberzubringen, ist dann schon so entlarvend. Wer bitte soll dieses Gezeter ernst nehmen? Gut, momentan ist es jedenfalls nicht so weit. Sie sagen aber auch, die AfD darf keinesfalls regieren. Ja. Auch nicht in diesen 3 Bundesländern. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, aber die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja, das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Weil? Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzung, Spaltung. Das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, abzuwenden. Aber niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen. Das ist ja das eine, aber Nazi-Partei, Nazi-Partei ist ja doch noch ganz was anderes. Darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Davon bin ich überzeugt. Gut, momentan. Stefan ist, warte, ich brauche noch mal das richtige Bild, um anzuhalten. Na komm. Jetzt gleich und da, genau. Stefan, der Herr mit Brille in der IKEA-Trikotage ist ja noch zu retten. Naja, das scheint offensichtlich Konsens in der SPD zu sein, dass man das so sieht. Ich meine, es gibt ja einen eklatanten Widerspruch. Sie kann das ja so sehen, wie sie sich da äußert in Österreich im Fernsehen. Ja? Aber das Inkonsequente ist ja, und das ist ja das Theater, was wir letztendlich haben, seitdem es die AfD gibt. Wenn diese Partei doch angeblich so gefährlich ist, ja, wenn die doch angeblich die Demokratie abschaffen, dann müsste es doch ein leichtes sein, diese Demokratie aufgrund der von ihr, wie sie hier zur Kenntnis gibt, ausgehenden Gefahr zu verbieten in einem Verbotsverfahren. Carsten, jetzt habe ich eine einfache Frage. Warum machen Sie kein Verbotsverfahren? Ich glaube, wir beide wissen warum.
Ja, Stefan, erstmal prinzipiell, wir wissen ja, es gibt keine negative Werbung, es gibt nur Werbung. Ja, und das sehen wir hier. Ja, man wird sich immer klarer, das Ganze wie bisher funktioniert nicht mehr. Wir brauchen Plan B. Und so plump die Leute in die Richtung zu treiben, auch das müsste doch endlich mal auffallen. Nein, es fällt nicht auf, Carsten. Denn dazu müssten 80 Millionen Deutsche unsere Sendung gucken. Ja, dann wird ihnen vielleicht ein Licht aufgehen. So weit sind wir noch nicht. Ja, wir sind auf gutem Weg. Aber es wird halt noch das geglaubt, was in der Tagesschau verkündet wird. Und eben auch das, was nicht verkündet wird. Zum Beispiel die AKW-Files, ja, die in der Tagesschau nicht verkündet worden sind, weil man das nicht der Öffentlichkeit mitteilen wollte, aus ideologischen Gründen. Ja, einen anderen Grund gibt es dafür gar nicht. So, und ich finde das echt irre, dass sie das ausgerechnet in Österreich sagt, ja, wo doch der A.H. da gebürtig herkommt. Also sagt man ihm zumindest nach, ja. Und die Empörung, ja, ist ja ungewöhnlich groß beim Moderator, den ich bislang, vielleicht liegt da meine Einschätzung aber auch total falsch, eher als links eingeschätzt habe. Ja, er bleibt hartnäckig. Er versucht, seiner journalistischen Rolle gerecht zu werden. Das ist in der Tat eben ungewöhnlich. Deshalb war ich ja kurzer Zeit auch etwas irritiert, ob sie den irgendwie ausgetauscht haben oder ob der eine Veränderung durchgemacht hat. Denn solche Fragen sind doch ungewöhnlich. Er hätte ihr doch eher zustimmen müssen. So nach dem Motto, ja, da haben Sie ja absolut recht. Ich sehe das ja auch so. Ja? So war das bis vor ein paar Jahren auch im ORF noch so. Eigentlich ja, stimmt. Stimmt, ja, er, wer weiß nicht, dass er demnächst beurlaubt ist. Hat er sich Ja, nämlich oder er hat eben neues Skript gekriegt. ganz schön weit rausgelehnt, ja. Ganz schön weit rausgelehnt, in den Augen, derer, die nicht recht sind und deswegen auch gar nicht so gefährlich. Ja, scheint nur so. Hat sich ein Mann auf seinem Balkon. Und ja, das ging nicht allzu gut für ihn aus. Was war der Grund des Ärgernisses? Ja, muss man sich anschauen, sonst glaubt man es nicht. Ja, dass er versteht, dass diese Fahne, mit der er da winkt, ein Teil des Problems ist. Ich glaube, da braucht er noch ein ganzes Stück. Ja, das war ja auch der Grund, wo du das Problem gerade angesprochen hast, dass die eiserne Kanzlerin, ja, die Frau Dr. Angela Merkel bei einer CDU-Parteiveranstaltung ja völlig entsetzt einem ihrer Mitstreiter das Fähnchen entrissen hat, als er meinte, damit rumwedeln zu müssen. Ja, wir erinnern uns an diese berühmte Szene. Naja, aber kann man es dem alten Herr verdenken, der ist schon über 80, habe ich irgendwo gelesen, hat durch diesen Böller, der auf seinem Balkon gelandet ist, ein Knalltrauma erlitten. Man hat ja die höflichen Reaktionen gesehen aus der Gruppe da unten, also aus diesem, wie soll man das bezeichnen, Pöbel, keine Ahnung was. Nee, Ja. Stefan, das ist auf keinen Fall ist das ein Mob, wie man im anderen Bezug aktuell titelte. Nein, das sind Friedensdemonstranten. Ganz Ja, deshalb sage ich friedliche. ja Pöbel, sonst hätte ich sie als Mob bezeichnet, weil zwischen Mob und Pöbel gibt es noch einen Unterschied. Ja. Ja, aber das ist halt so das Klassische, wie es hier zugeht. Ja, und das hat dann ja auch noch ein paar Konsequenzen nach sich gezogen. Ja. Da kommen wir ja jetzt unmittelbar zu. Genau, hier haben wir nämlich den Artikel zum Ganzen. Er zeigte bei der ersten Mai-Demo eine Deutschlandflagge.
nein, eine BRD-Flagge. Jetzt wollen Aktivisten ihn töten. Ein Mann rollte während des revolutionären Aufzugs am 1. Mai in Berlin eine Deutschlandfahne vom Balkon. Nun wurde sein Haus mit Todesdrohungen beschmiert. Das Ganze sah dann in etwa so aus. Ja, ich weiß nicht. Also Polizeikräfte nahmen den 36-Jährigen fest, brachten ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen in Polizeigewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Wo ist der Verfassungsschutz und so weiter und so fort? Das volle Programm, ja. Gefährdung des öffentlichen Wohls oder wie nennt sich das Ganze? Öffentliche Ordnung. Öffentlichen Ordnung und so weiter und so fort. Ich vermisse da das ein oder andere. Naja, das kann ich dir erklären. Die Demo war angemeldet. Ja, insofern ist da alles in Ordnung. Und ich meine, so Fehlverhalten von Einzelnen, ich meine, da kann ja der Organisator nichts für. Nun, er hätte sicherlich sowas wie einen Ordnungsdienst stellen müssen, hat er sehr wahrscheinlich auch. Und die Ordner haben halt in dem Moment einfach woanders hingeguckt, ja, als das passiert ist. Die haben halt in die Luft geguckt oder nach hinten oder wo auch immer, auf dem Boden. Ja. Naja, so ist es halt im besten Deutschland aller Zeiten. Ja. Demokratie wird hier nur dann gelebt, wenn sie von den Richtigen ausgeht. Und das war offensichtlich das falsche Signal. Genau, und dass man dann auch noch sportlich unterwegs ist, ja, und sich in Zielwerfen übt, haben wir hier. Aber ich muss noch mal kurz noch mal zeigen. Guck mal, die so gut organisiert sind sie. Hier vorne haben wir einen Ordner, ja, der die anderen zurückhält. Nicht, dass jemand in die Flugbahn eines Steins kommt, der ja für etwas Gutes fliegt, aus ihrer Sicht. Ja, er passt auf, dass da keiner dazwischen gerät. Also alles organisiert vom Feinsten. Ja, also deshalb war ich ja so verwundert. Da hat es ja einen Ordnungsdienst gegeben für das ordnungsgemäße Scheiben einwerfen oder demolieren zumindest und besprühen. Dass man da als dieser rüstige Mann, 87 übrigens, nicht nur 80, Entschuldigung, da meinte, ein bisschen provozieren zu müssen, da waren die Ordner nicht zugegen. Also da sieht man halt, die müssen noch ein bisschen üben bei der Antifa, der Ordnungsdienst der Antifa. Die können sich mal ein Beispiel nehmen an so traditionellen Organisationen, die das in den 30er Jahren wirklich perfekt gemacht haben des letzten Jahrhunderts, also was Ordnung angeht. Genau, die stammten ja auch aus derselben politischen Richtung. Da kann man ja gerne mal was lernen. Ich habe das Gefühl, wird früher kommen, als wir möchten. Gut, dann halt. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Dann gehen wir weiter und kommen hierzu. NIOS berichtet, Wähler aller Parteien lehnen weitere islamische Einwanderung ab. Nur die grünen Wähler wollen noch mehr davon. Stefan, das bestätigt den Verdacht, dass es sich hierbei um eine Sekte handelt. Ja, wir haben es schon immer vermutet. Mit sehr, sehr vielen komplett gehirngewaschenen Sektenmitgliedern. Anders lässt sich das Ganze doch wirklich nicht mehr erklären. Das ist ja auch ein Prinzip von Sekten, ja, dass den Mitgliedern das Gehirn ordentlich gewaschen wird, dass sie so ticken wie das Sektenoberhaupt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wer das ist. Nominell gibt es ja ein doppeltes Sektenoberhaupt, der Nuram Nuga Al-Nuripur heißt er. Und das,
Stefan, die haben eine Patchwork-Spitze. Ja, es ist heute durchgesickert, dass Frau Lang angeblich bi sei, also bisexuell veranlagt. Ja. Die linke oder die rechte Seite? Das Weil man vermutet ja, es sind zwei Personen, die in einem Körper stecken. Das hat man nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr Verlobter darüber schon informiert ist. Egal, also auf jeden Fall, ja, krasser kann man es, glaube ich, nicht zeigen, wie diese Wählergruppen so ticken. Ja. Und so langsam dämmert es auch der linksgewaschenen CDU. Ja, das hat mich am meisten gewundert. 54%, ja. Und wenn man da weiterguckt, auch interessant, was da zutage tritt. Ja. Hier das Gefühl, nicht mehr in Deutschland zu sein. Duisburg-Marxloh kann ich jedem mal empfehlen, der dieses Gefühl haben will. Man kommt sich vor wie in Little Istanbul. Ja. Naja, genau dasselbe Bild. Ja. Auch da wieder AfD-Anhänger, 84%. Und 79% bei den Grünen widersprechen das, sprechen dieser Sorge. Also alles im Lot. Ist ja auch klar. Die Grünen, die wohnen ja meistens nicht in den Konfliktzonen, sondern die sind ja bürgerlich wohl situiert. Das darf man nicht vergessen. Man meint immer, die meisten Grünen sind Bürgergeldempfänger. Das stimmt nicht. Die meisten Grünen sind aus, kommen aus akademischen Hintergründen, wenngleich das Akademische aufgrund diverser politischer Aktivitäten meistens zu kurz gekommen ist. Das merkt man dann eben auch bei gewissen Wortäußerungen, ja, oder bei Einschätzungen von Politik. Und es äußert sich dann eben auch in solchen Umfragen. Ja, genau. Ich zitiere aus dem YouTube-Chat, AfD ist die letzte Rettung vor dem Totaluntergang. Meine Frage zurück, ich denke mal 776 könnte 76er Baujahr sein, also sind wir nicht allzu weit auseinander. Ja, ich bin ein bisschen älter, deswegen darf ich jetzt klugscheißern. Was sollen sie denn retten? Ja, sie werden nicht an die Regierung kommen. Sie haben auch kein Geld zur Verfügung. Was sollen sie retten? Ja, bitte einfach mal die Frage sich selbst beantworten. Was soll denn passieren? Gut, wir hatten ja noch eine zweite Seite, Stefan. Die mache ich dir auf. Genau, hier haben wir sie. Carsten, da bin ich schon drauf eingegangen. Das ist ja dasselbe Bild, nur bei einer anderen Thematik. Kein Problem. Gut, dann gehen wir komplett weiter und kommen hierzu. Auch spannend, was da passiert. Fundamentale Wende in der Rechtsprechung. EuGH macht Weg frei für massenhafte Online-Überwachung. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen nun für die Verfolgung jeglicher Straftaten erlaubt ist. Das Urteil ist ein Bruch mit der bisherigen Rechtsprechung. Der EuGH macht damit den Weg für die anlasslose Vorratsdatenspeicherung frei. Als ich das vorhin gelesen habe, ging mir eins durch den Kopf, da ich ja immer gnadenloser Optimist bin. Stefan, könnte das eventuell aber auch einen sinnvollen Hintergrund haben? Das gilt ja für alle. Ja. Und würde damit natürlich auch die Möglichkeit bieten, hier bei den Koniferen etwas an Daten mit abzugrasen. Ja, es gibt ja den ein oder anderen, der sich hinstellt, ach, ich lösche mal alles und dann ist es weg. Ja. Und wenn man dann sagen kann, offiziell sagen kann, nee, nee, wir hätten da was auf Diskette, hätte ich fast gesagt. Ja, auf Festplatte, dann sieht sie auf einmal ganz anders aus. Oder siehst du es rein negativ? Also ich kann deinem Gedanken durchaus was abgewinnen. Aber wenn ich mir natürlich das zeitliche Fenster angucke, gut, für das, was da kommt, könnte man dann entsprechend auf Verbindungsdaten zurückgreifen. Das ist schon richtig.
Nachdem wir aber wissen, dass all das, was in der Vergangenheit passiert ist, so oder so gespeichert, mitgeschnitten, dokumentiert worden ist, glaube ich, ist es eher so ein Fingerzeig, wohin es mit den sogenannten Grundrechten gehen soll. Ja, wir haben ja die erste Sabotage der Grundrechte in den Jahren 2020 bis 2023 erlebt. Jetzt will man das Ganze offensichtlich ja nochmal intensivieren, weil IP-Adressen, zum Beispiel wenn ich mit einem Smartphone irgendwo unterwegs bin, dann werden nicht nur möglicherweise IP-Adressen, sondern auch Geofencing-Daten gespeichert. Und dann kann man zum Beispiel durchaus vorstellbar ist, im Rahmen von Ausgangssperren eben nachweisen, ob die Menschen sich dran gehalten haben oder nicht. Oder es gibt irgendwelche Sperrbezirke, wo man dann auf einmal aus unergründlichen Gründen nicht mehr hin darf und so weiter und so fort. Also nachdem allerdings jetzt natürlich noch eins passieren muss, dass die Länder, die EU-Mitgliedstaaten, diesen nationales Recht umwandeln und dann dort gewisse Freiheiten haben. Also die können zum Beispiel dann sagen, ja, auf Anfrage müssen IP-Adressen gespeichert werden, aber da wir ja in Deutschland sind, Carsten, weiß ich, wie das bei uns sein wird, bei uns wird alles gespeichert. Ja, sicher ist sicher, wir sind ja immer so ordentlich, es wird alles durchgehend dokumentiert. Und dann dürfen wir natürlich einen zweiten Punkt noch nicht vergessen. Man bereitet ja auf EU-Ebene eine weitere Gesetzesinitiative vor, meine Güte. Und zwar, das ist ja die Kontrolle von Chats. Ja, also vor allem von Ende zu Ende verschlüsselten Chats. Und welche sind das wohl? Ja, das ist vor allem WhatsApp und Facebook Messenger. Auf die ist das ganze Gesetz zugeschnitten. Das wird natürlich nicht funktionieren, denn dann gehen all diejenigen, die das nicht gerne möchten, zu Telegram oder Signal oder zu ähnlichen Diensten, wo das dann eben nicht funktioniert, weil die Dienste nicht auf dem Gebiet der EU ihren Sitz haben. So. Somit ist das Thema der Makulatur. Also, ich denke, man muss das schon im Kontext einer Verschärfung von Überwachungsmaßnahmen sehen, denn offensichtlich haben sie eine Wahnsinnspanik, dass ihnen ihr Laden demnächst um die Ohren fliegt. Ja, die Meldung, dass wohl WhatsApp demnächst eingestellt wird, ja, die ging ja heute mal wieder durch die Presse. Und ich denke mal, das hat den Hintergrund, es hat sich wahnsinnig als Verbreitungsmedium etabliert, ist sehr beliebt, denke ich mal, der am meisten genutzte Messenger-Dienst, den wir als App haben. Und ja, auch hier kann ich dem Ganzen was Gutes abgewinnen. Es gibt dann mehr, die auf Telegram landen, ja, und dann kann die Luzi abgehen. Ja, wobei, Carsten, also dieses Gerücht, dass WhatsApp eingestellt wird, ist definitiv eine Ente. Also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil WhatsApp natürlich, wie du schon sagtest, eines der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Messenger ist. Aber wie gesagt, durch die Überwachung, damit haben die dann ja auch kein Problem. Das haben wir ja schon in den vergangenen Jahren 2020 bis 2023 gesehen. Da hat man ja alles getan, was verlangt worden ist. Ich denke mal nicht, also dass das WhatsApp irgendwie tangiert. Die werden das mitmachen, genauso wie Meta natürlich insgesamt, also Instagram, Facebook. Und es wird zu dieser Fluchtbewegung führen, die du gerade angesprochen hast. Ja, aber du hast ja bei WhatsApp das Problem, man kann nicht wirklich richtig Geld damit verdienen. Ja, und das ist ja heutzutage ein Problem. Man möchte ja Geld verdienen. Du kannst über die Daten halt Geld verdienen. Ja, das ist ja dasselbe Prinzip wie bei Facebook. Die Frage ist allerdings, wie lange ist es noch lukrativ? Und ja, und kommen halt diese Einschränkungen, inwieweit ist es rechtlich dann überhaupt noch machbar und vertretbar für die? Ja, dann kommen wir natürlich zu dem Szenario, was du angesprochen hast. Da lohnt sich möglicherweise das Anbieten dieser beiden Dienste nicht mehr, weil du eben finanziell damit Minus machst und keine Einnahmen generierst. Mhm. Gut, dann haben wir, hier hatten wir noch Text dazu. Das habe ich übersehen und nicht weitergeblättert, aber du hattest ja im Prinzip alles soweit benannt. Und wir können weitermachen und kommen zu dieser Meldung.
Epoch Times, Chinas Strategie zur Zerschlagung der europäischen Industrie. Nee, du hast jetzt gerade ein anderes Bild drin. Ups. Bin ich jetzt... Du bist... Ich bin zu weit. Ja, ja. Gesprungen. Genau, hier wollte ich doch hin. Noch eins weiter. Ja. Bin verwirrt. Da sind wir. Ja, ja. Warum? Ich weiß gerade nicht, warum ich das überblättert habe. Aber gut, ist halt so. Wir kommen erstmal hierzu. Berliner Morgenpost. Ostländer wollen Zusammenarbeit mit Polen ausbauen. Insofern spannend, da sich ja Polen gerade politisch und so kokainetechnisch, naja, auf eine Art benimmt, die Nachbarn nicht wirklich erfreuen dürfte. Ja, denn da wird ja sehr viel mit dem Säbel gerasselt und zwar auf eine Art und Weise, die auch mal ganz schnell schief gehen kann. Und dass dann die Initiative da ist, dass man Polen mehr einbinden möchte, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass man die ja ein bisschen in die Arme nehmen möchte. Ja, so nach dem Motto, man kann auch miteinander und muss nicht überall quertreiben. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Machst du nochmal das Bild zurück, kurz? Ja. Ich wollte nämlich die Community fragen, oder Carsten, vielleicht warst du es auch, welche Staatskanzlei das sein soll. Das ist nämlich ein sehr schönes Gebäude. Nein. Also mir klassizistisch. Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuschauern. Gut, also kommen wir zum Thema. Bitte mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde das positiv. Das weist ausnahmsweise mal auf was Positives und in die Zukunft hin, so finde ich. Denn wir wissen ja um die gemeinsame Geschichte zwischen Deutschland und Polen. Ja, und dass man hier jetzt gewissermaßen nach dem Vorbild der deutsch-französischen Vorbild etwas Ähnliches aufbauen möchte, das finde ich positiv. Das finde ich echt gut. Ich sehe das gar nicht mal so sehr auf dem Hintergrund der aktuellen politischen Konstellation, sondern ich sehe das eher in etwas, was in die Zukunft weist. Und insofern finde ich das eine schöne Initiative. Jemand schreibt, könnte Schwerin sein. Ah, vielen Dank. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Wunderbar. Ja. Gut. Ja, hier nochmal die Bestätigung. Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, vielen Dank, ihr seid die Besten. So. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Artikel, genau. Nur noch einmal. Chinas Strategie zur Zerschlagung der europäischen Industrie. Die europäische Industrie wird unter der Flut unregulierter chinesischer Importe ertränkt. Die europäische Industrie steht vor einem gewaltigen Schock, sagt der Ökonom Jörg Wuttke, emeritierter Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Ja, in der Stahl-, Automobil-, Windkraft-, Solar-, Batterie-, Chemie-, Pharmaindustrie und auch in anderen Bereichen ist die chinesische Industrie dabei, die europäische Industrie zu überrollen. Stefan, den Effekt, den gab es ja auch in den USA, ja, bis da ein Donald kam und gesagt hat, jetzt ist hier mal Schluss. Ja. Ja, entweder das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit oder wir ziehen die Zölle maßlos an, ja, so dass niemand mehr das haben möchte und so weiter und so fort. Ist das hier möglicherweise einfach nur die Ausnutzung dessen, was man nicht reguliert, um es aufzuzeigen? Ja, denn das Ding ist ja, die ganzen E-Autos, die im Augenblick geliefert werden, ne, gab es ja nun auch schon die Meldung, dass die nicht wirklich großartig verkauft werden. Ja, also ist ja da auch irgendwann mal Schluss. Und wenn es damit zu tun hat, dass man keinen Platz mehr hat, um die irgendwo auf Halde zu stellen.
Ja, was man hier eben ganz klar sieht, du hast es recht gut schon zusammengefasst, ist, dass man nichts unternimmt. Ja, man schützt die europäische Wirtschaft nicht vor diesen Billigimporten. Es kommt ja noch die Schwächung der deutschen Industrie hinzu durch die unverantwortliche Energiepolitik, die wir aktuell hier haben, durch die Überbürokratisierung, über die Gängelung des Mittelstandes, der wirklich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bildet und gleichzeitig von der Politik ignoriert wird, währenddessen man ja die vermeintlich Großen, die Konzerne eben huldigt. Und das ist natürlich eine ganz klare Strategie. Europa wird im Moment von zwei Seiten in die Zange genommen. Einmal von den USA und einmal von China. Warum? Weil beide wissen, wenn es, und das ist unausweichlich, dass es so kommen wird, Europa sich mit Russland vereinen wird, ist dieser Kontinent, ist dieser eurasische Kontinent nicht zu schlagen. Ja? Der macht alles andere platt, weil es die perfekte Kombination aus Know-how, Technologie und Rohstoffen ist. Ja? Und damit bist du in der Lage, alles zu produzieren, was Volkswirtschaften rund um den Globus brauchen. Und das in einer exzeptionell hohen Qualität, made by German Engineering. Und das wird es auch in Zukunft geben, auch wenn da viele schwarz sehen. Wir haben ja zum Glück wieder eine ganz junge Generation, also die Generation, die nach FFF kommt, die schon wieder ganz anders ticken und die sogar so weit gehen, dass sie ja FF und die Klimakleber für ihre Naivität und Weltfremdheit verlachen. Und das ist die Zukunft, auf der wir unser Land auch aufbauen werden. Ja, wir werden sehen, inwieweit. War mein Monitor gerade aus? Okay. Inwieweit das Ganze, ja, ich sag mal, Negativeffekte auslösen wird, die sich jetzt auf das normale Leben auswirken werden. Das glaube ich eher nicht. Das ist eine Wirtschaftsgeschichte, die Fehlführung der Wirtschaft einfach aufzeigt. Ja, und eigentlich, ich habe vorhin das Beispiel genannt, wer es mit Vorbildwirkung ja hinbekommen hat, bräuchte man sich ja bloß zusammensetzen und zu überlegen, wie man das Ganze jetzt in eine andere Richtung bringen könnte. Aber das ist auch nicht gewollt. Und wir sprachen gerade von ihm, da haben wir ihn, dachte schon, der war beim gleichen Friseur wie Boris Johnson, aber dann lieber doch nicht. Um 1,8 Milliarden reicher, Trump sichert sich weitere True Social Aktien. Und das bei den Meldungen erst kurz vor der Pleite. Ja, er kann sich die Anwälte nicht mehr leisten, er kann sich dieses, jenes nicht mehr leisten. Ach, jetzt ist auch das, fällt jetzt auch das weg, ja, weil sowas kriegt man jetzt einfach nicht mehr hin, nachdem er letztens, was waren die erste Summe, 2,9 oder 3,2 Milliarden an Anteilen, ja, und jetzt gibt es gleich nochmal Nachschlag und hier wurde dann auch mal das Ganze etwas näher beleuchtet, also den Absturz der Aktie. Ja, den man hier ja so groß beschrien hat, da sicherlich, da war ein Einbruch. Aber man gibt zu mittlerweile, dass dieser Einbruch nicht unter eine gewisse Marke ging, wo man dann wirklich von bedenklich sprechen könnte. Ja, das war alles im normalen Bereich, in dem, wo Schwankungen nun mal da sind, erst recht bei einem neuen Unternehmen. Und ja, das Thema fällt dann als Keule wohl demnächst auch weg. Ja, und ich meine, das ist ja eine Bewertung. Ja, der hat diese 1,8 Milliarden sicher nicht auszahlen lassen, sonst hätte er seine kompletten Anteile ja verkaufen müssen. So, das heißt, die Bewertung der Aktie schwankt ja. Mal ist sie höher, mal ist sie niedriger. Und was man typischerweise bei Börsengängen immer sieht, das sind die sogenannten Aktienflipper. Ja, die steigen ein mit dem Emissionspreis, die sichern sich also die Aktie mit dem Emissionspreis
vor allem bei polarisierenden Persönlichkeiten wie Donald Trump, weil sie wissen, dass die Aktie nach Eröffnung erstmal in die Höhe schießen wird. So, und während diese Aktie in die Höhe schießt, verkaufen sie ihre Aktien, die sie mit dem niedrigen Wert sich haben reservieren lassen, wo sie den Zuschlag bekommen haben, und nehmen den Profit mit. Und das führt dann dazu, nach dem klassischen Marktmechanismus Angebot und Nachfrage, auf einmal gibt es wieder ein Überangebot an Aktien, die man kaufen kann, und dadurch korrigiert sich der Preis wieder nach unten. Ja, das Gegenteil wäre der Fall, wenn die alle ihre Aktien halten würden, weil der Kurs komplett durch die Decke geht. Ja, dann wäre also ein Angebotsknappheit da, und dann könnte man diese ganzen Spielchen nicht machen. Oder anders gesagt, wenn es seriöse Investoren werden, dann würden sie halt die Aktien behalten, weil sie langfristig am Erfolg des Unternehmens teilhaben wollen. Wir haben für den Abschluss von Teil 1 wieder eine nette Zusendung. Ja, man kann auch Insekten mit Stil aus dem Haus halten. Ja, hier auch farblich schön gestaltet. Ja, wir finden es einfach überall. Jedoch. Ja, das gefällt mir sehr gut, und vielen Dank für die Zusendung. Bitte gerne nicht nachlassen. Busse haben wir in letzter Zeit ein bisschen viel gehabt, wollte ich nur anmerken. Ich weiß, das ist lieb gemeint von euch, aber wir können ja nicht dauernd Busse bringen. Also wenn ihr sowas irgendwo seht und findet, wirklich sehr gerne, oder andere Gegenstände des täglichen Bedarfs, ja, zum Beispiel den Besen in den Farben, ja, den werden wir brauchen, um den ganzen Scherbenhaufen hier erstmal zusammenzukehren, ja, der könnte in den Farben dann sein. Also in dem Sinne, vielen Dank dafür. Ja, und wir verabschieden uns von denen, die nur auf YouTube dabei sind, machen kurz Pause, es gibt wieder ein Video, und melden uns danach für alle anderen mit Teil 2. Und wer mag, kann gerne wieder morgen 21 Uhr einschalten. Dann gibt's das Neueste aus dem Weltgeschehen.